Hallo hier auf dem YouTube-Kanal von Dogonizer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir testen für euch einen GPS-Tracker. Ich finde es eine super spannende Sache, vor allen Dingen jetzt vor Silvester, wo ja doch der ein oder andere Hund leider aus Angst vielleicht mal wegläuft, weil unerwartet schon vor Silvester irgendwo ein Böller explodiert. Jeder, der die Erfahrung schon mal gemacht hat, dass sein Hund weggelaufen ist, aus welchen Gründen auch immer, der wird das Gefühl kennen und es ist schrecklich, nicht zu wissen, wo sein Hund ist. Und wenn so ein kleines Gerät, was man am Halsband des Hundes befestigen kann, dabei helfen kann, zu jeder Tages- und Nachtzeit zu wissen, wo sein Hund gerade ist, dann ist das wirklich ein beruhigendes Gefühl, wenn man das hat. Wir testen den GPS-Tracker von Renect. So sieht die Anleitung aus, so sieht der GPS-Tracker aus. Das Besondere an diesem Tracker ist, dass er wirklich sehr, sehr klein ist. Er ist kleiner als alle anderen Anbieter am Markt und das ist ja für die Hunde besonders angenehm, damit er eben am Halsband nicht stört. Ich zeige euch jetzt als erstes einmal den Lieferumfang und dann nutzen wir ihn natürlich auch im Einsatz. Bei der Lieferung ist einmal der GPS-Tracker dabei, dann ist einmal das Aufladegerät dabei. Ein Ladekabel, die Anleitung natürlich und die Halterung für das Halsband. Und das ist das Erste, was ich euch zeigen will, wie man nämlich den GPS-Tracker am Halsband befestigt. Geht ganz einfach. Man schiebt den nämlich hier einfach in diese Silikonhülle rein und dann ist der schon da drin. Das Besondere bei dem Tracker ist auch, dass er wasserfest ist, bis zu 1 Meter Tiefe. Also wenn der Hund im Sommer mal ins Wasser springt, dann ist das überhaupt gar kein Problem und der GPS-Tracker bleibt heile. Und jetzt kann ich einfach ein Halsband nehmen und das im Prinzip durch diese Silikonbanderole schieben. Es ist ein bisschen einfacher, wenn ich das vorher mache, bevor der Tracker dran ist. Und so einfach hält dann der Tracker am Halsband. Das Halsband ist jetzt relativ dünn, deswegen hat er ein bisschen Bewegungsspielraum, aber durch dieses Silikonmaterial wackelt das auch nicht. Ihr seht das, der hält relativ fest, der bewegt sich nicht viel und dadurch sollte er dem Hund auch nicht stören. Bei dem Tracker ist sozusagen auch eine App dabei, mit der ich dann im Prinzip auf dem Handy den Hund orten kann. Ich kann darüber noch mehr Funktionen nutzen. Ich kann zum Beispiel ein Vibrieren oder sogar auch einen Ton aktivieren, der dann aus dem Tracker kommt. Das kann man für den Hund total gut als Rückrufsignal konditionieren. Da muss man natürlich das Ganze ein bisschen trainieren und hat so auch noch die Möglichkeit am Hund selber, wenn er vielleicht mal ein bisschen weiter weg ist, ein Rückrufsignal oder eben die Vibration hervorzurufen. Das zeige ich euch dann aber mit den Hunden. So, und das Erste, was wir jetzt machen müssen, ist den Tracker aktivieren. Dafür braucht er natürlich ein GPS-Signal und dafür gehen wir mal kurz raus. Wir sind jetzt draußen. Um den GPS-Tracker zu aktivieren, muss man den grünen Knopf für ungefähr 3 Sekunden drücken. Dann vibriert er kurz und wenn die blaue Lampe leuchtet, ist er aktiviert. Ich zeige euch das mal. So, jetzt hat er einmal getutet und jetzt sucht er im Prinzip ein Signal und sobald hier oben die blaue Lampe leuchtet, ist er aktiviert. Der Tracker ist jetzt eingeschaltet, das kann man auch in der App ganz gut sehen. Das heißt, ich habe hier jetzt das Signal, wo ich genau mich befinde, beziehungsweise wo sich der Tracker befindet. Und jetzt kann ich dem Hund den Tracker anlegen. Dazu habe ich ja schon die Vorrichtung am Halsband befestigt. Ich kann das jetzt einfach hier reinklipsen, das geht total einfach und simpel mit diesem Silikonband, was da drumherum ist. So ein bisschen einmal da reinmachen. Schwupps. Und jetzt könnt ihr auch schon ganz gut sehen, dass die Leni gar kein Problem damit hat. So, jetzt hat er. So. Dass die Leni gar kein Problem mit dem Tragen hat. Also das stört sie überhaupt nicht. Der bewegt sich auch nicht viel. Der sitzt richtig gut und sie stört das Tragen des GPS-Empfängers gar nicht. So, und jetzt kann der Spaziergang losgehen. Komm mit. Eine
Eine tolle Funktion des GPS-Trackers, finde ich, ist das Vibrieren des Trackers selber. Unser Hund ist schon 12 Jahre alt, die Leni hört nicht mehr so gut. Und wenn wir jetzt ihr beibringen, dass sie auf die Vibration des GPS-Trackers am Halsband schnell zu uns zurückkommt, haben wir einen super sicheren Rückruf, der auch ohne Ton funktioniert. Das muss ich dem Hund natürlich erstmal beibringen. Und da muss man in der App einfach nur einmal auf Vibrieren klicken und schon vibriert der Tracker am Halsband. Der Hund nimmt die Vibration wahr und kommt schnell zu uns zurück. Ich zeige euch jetzt auch einmal die Funktionalitäten der App. Man sieht hier den grünen Kreis, das ist der GPS-Tracker, also der Hund, und ich bin der blaue Kreis, also das ist der Standort, an dem ich mich befinde. Wie ihr seht, steht die Leni direkt hinter mir, das heißt, wir sind gerade direkt nebeneinander. Und jetzt kann ich eben auch draufklicken und mir einmal den Verlauf des Hundes anzeigen, das heißt die Strecke, die der Hund bisher schon mit dem GPS-Tracker zurückgelegt hat. Und was total praktisch ist, sollte der Hund wirklich mal weggelaufen sein, kann ich sogar auch sagen, bitte navigiere mich zu dem jetzigen Punkt, an dem sich der GPS-Tracker, sprich der Hund, befindet, und ich kriege direkt meine Route navigiert und könnte direkt losgehen. Natürlich, jetzt steht Leni neben mir, deswegen zeigt er keine Route an, aber das ist auch eine tolle Funktion, die die App direkt mitbietet. Mein Fazit zu dem GPS-Tracker von Renect ist, dass er erstens super klein und handlich ist. Das heißt, den Hund stört es gar nicht, den GPS-Tracker zu tragen. Das ist total einfach am Halsband zu befestigen. Das funktioniert also super und wunderbar. Er hat bisher immer bei uns GPS-Empfang gehabt. Also wir hatten nie Störungen, was die Sendung angeht. Er ist also auch dort wirklich 1A, sehr genau. Und die App, die dabei ist, funktioniert super. Und meine Lieblingsfunktion ist eben das Vibrieren am Halsband, weil ich da eine tolle Lösung für auch ältere Hunde habe, um einen sicheren Rückruf zu kriegen, und so geht der Hund eben garantiert nie verloren. Also für uns absolute Empfehlung für den GPS-Tracker von Renect. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar da, abonniert unseren YouTube-Kanal oder folgt uns auf den anderen Social-Media-Kanälen wie Instagram und Facebook. Bis bald, euer Team von Dorganizer. Tschüss!